Warsong, das polnische Rundenstrategiespiel, Live-Let's Play am 19. Oktober. Und eben zwischendurch hatte ich euch gefragt, im Chat gefragt, was haltet ihr vom Spiel? Vom Zugucken her oder auch vom selber Spielen? Was ist euer Feedback? Was gefällt euch gut? Was gefällt euch schlecht? Wie findet ihr die Umsetzung, Hintergrundgeschichte, Gameplay, was auch immer? Und ich habe gesehen, es gibt eine Flut von Kommentaren dazu beim Livestream. Kleine Pause von mir, jetzt bin ich wieder da und gehe mal im Schnellgalopp mal ein paar eurer Sachen durch. Ist viel mehr als sonst üblicherweise reinkommt, wenn ich zu so einer kleinen Umfrage oder starte. Aber wir gucken mal, was wir alles reinkriegen können. Was kommt alles rein? Also, die Helferin sei overpowered, schreibt Storm Eagle. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, so wie wir die eingestellt haben, ist sie sehr stark, weil die diesen passiven Bonus hat. Den muss man aber nicht unbedingt haben. Der ist zufällig gewählt. Also so wie man mit den Helden startet in der Partie, da weiß man nie genau, kriegt man überhaupt diesen Bonus angeboten und wenn, wann, wie viele Erfahrungspunkte muss man dafür ausgeben. Dazu kommt auch noch, dass das Spiel ja die Option hat, zum Start einer Partie nimmt man das Standard-Setting von drei Helden, mit denen man üblicherweise beginnt, da ist die Sanitäterin dabei, oder klickt man stattdessen die Option an, dass die drei Starthelden komplett zufällig bestimmt werden. Und da kann es sein, dass die Sanitäterin überhaupt nicht dabei ist. Und dann kriegt man natürlich auch nicht ihren Bonus, also es ist keine Selbstverständlichkeit. Und dann ist natürlich noch die Sache, sie selber. Also ohne Heilerin oder ohne Heiler ein solches Gefecht zu haben, hat man ja auch nicht unbedingt. Das heißt, sie muss auch dabei sein. Eine andere Frage ist overpowered von den Werten her. Also ob ihr zum Beispiel meint, die Werte, die sie aushalte, sind zu groß. Andererseits, es wirkt ein bisschen so, ne? Bei dem letzten Gefecht, das wir hatten. Allerdings kann man dann auch wieder dagegen argumentieren und sagen, ja, dass die Entwickler vielleicht aber auch das gesamte Balancing so ein Stück darauf ausgerichtet haben, dass man die Heilerin hat. Das heißt, wir hatten auch mal Gefechte, wo sie nicht dabei war. Ich erinnere nur an das vor anderthalb Spielstunden, wo Franek gestorben ist, unser Kindersoldat. Da hatten wir die Heilerin nicht mit dabei und schon ist jemand draufgegangen. Man könnte also auch sagen, dadurch, dass die Entwickler einem eine so starke Figur mit dabei geben, die aber auch fehlbar ist, die an Lebenspunkten verliert, die auch mal nicht dabei sein kann, man kann das auch als spielerisches Element sehen, dass dadurch die Partien, wo sie nicht dabei ist, besonders schwierig nochmal werden. Also ich finde es schwierig zu sagen. Wie gesagt, und eine Frage ist zum Beispiel auch von Patrick aufgekommen auf YouTube, der hat gemeint, ob man mehrere Sanitäter mitnehmen kann. Was ich bis jetzt mitbekommen habe, hast du ja bis jetzt nur eine Sanitäterin überhaupt bekommen. Ne? Genau. Also ich bilde mir ein, ich hätte bei einer anderen Partie schon mal jemand dabei gehabt, der auch heilende Fähigkeiten hat, aber es kann auch sein, dass ich da irgendwas durcheinander werfe. Das weiß ich nicht mehr genau. Was passiert, wenn die drei Herzen unter den Helden weg sind, schreibt Don Philippe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Helden sind nur eine Schnellansicht dafür, wie viele Trefferpunkte die haben. Das heißt, dass man ohne Blick auf den Zahlenwert schon mal grob erkennen kann, wie stark die noch sind. Also ich glaube, das ist kein extra Wert, sondern nur eine extra Anzeige für denselben Wert. Bin mir allerdings nicht ganz sicher dabei. Dann haben wir von Tastenhauer auf Twitch, er hat gefragt, ob man dann noch sieht, wenn man eine Partie quasi durchgespielt hat, hast du schon einmal einen Durchlauf gehabt, wo du quasi eine Partie schon abgeschlossen hast, was mit den Gruppenmitgliedern nachher dann passiert, also dann, ob man sieht quasi, dass was passiert mit denen dann, ob die jetzt entkommen können oder. Ach so, ich habe selber noch keine Partie komplett durchgespielt. Das ist die Partie, die ich selber am längsten gespielt habe. Ich hatte vorher eine Testpartie gemacht, da bin ich aber gar nicht so weit gekommen. Insofern erlebe ich das gerade mit euch zusammen. Du musst mir übrigens die Fragen nicht mehr vorlesen. Ich gucke halt selber in den Chat rein und kann da auf die Dinge eingehen. Okay. Dann, es gibt noch einen anderen Helden, der heilen kann, schreibt Aaron Kabata.
Und die Hilfscharaktere, schreibt er, hätten nach seiner Erfahrung mitunter, also die so zusätzlich reinkommen noch aus dem Pool mit nur zwei Eigenschaften, da seien wohl manchmal auch Heiler mit dabei. Die werden hier zufällig generiert, diese Leute, die man dann statt den normalen Gruppenmitgliedern auch mal mitnehmen kann als Füllmasse. Entschuldigt bitte. Dann schreibt Mkin, jups, mir fehlt noch ein wenig Basis und Alltagsleben. Ich interpretiere das mal so, dass du gerne mehr Rollenspiel drumherum hättest. Also, dass du gerne separat oder ergänzend zu den taktischen Gefechten mehr Sachen hättest, noch gerne im Hauptquartier. Mehr Möglichkeiten dazu agieren, vielleicht auch mehr Sachen einfach nur fürs Auge, mehr atmosphärische Geschichten. Ich weiß, was du meinst und kann das durchaus nachempfinden. Es ist eine schwierige Sache. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Aber man kann natürlich auch sagen, dass der Kern des Spieles einfach die taktischen Gefechte sind. Und es gibt auch Leute wiederum, die würden das vielleicht sogar als Verzetteln betrachten, wenn man vom Kern des taktischen Gameplays her zu viel wegbewegt, sich noch in andere Sachen. Ist Geschmackssache. Aber ich weiß, was du meinst. Viele Leute, die auch vor allem so auf dieses Ressourcenmanagement sehr abfahren, auf das Verwalten von Ressourcen. Die wollen vielleicht, würden es vielleicht auch mögen, dass ist man in diesem, dass man, dass das der Aufbaupart quasi noch ein bisschen größer wäre. Dass man vielleicht sogar, was weiß ich, einzelne, so wie bei Darkest Dungeon, dass man seine einzelnen Stationen im Hauptquartier oder auf der strategischen Karte, dass man die ein bisschen aufleveln kann oder dass man da Sachen ausbauen kann, dass es da mehr Möglichkeiten gäbe. Wobei, das ist wie immer bei dieser Art von Spielen, ein Mehr an Möglichkeiten wird nicht von allen Spielern als ein Mehr an Qualität interpretiert. Es gibt Spieler, die mögen das gar nicht, wenn ein Spiel mehr Features hat, sondern mögen es, wenn das Spiel schlanker bleibt, weil es dadurch auch schneller kapierbar ist. Und man schneller reinkommt und man nicht gezwungen wird, sich sehr lange einzuarbeiten, weil jedes neue Feature, das man in ein Spiel einführt, erhöht ja auch die Einstiegsschwelle in ein Spiel. Man braucht eine längere Einarbeitungszeit. Es ist eine Geschmackssache. Ich denke mal, es gibt Spieler, die mögen das, die sagen, taktische Gefechte sind im Mittelpunkt und so hätte ich es auch gerne. Ist eine Geschmackssache. Marcel freut sich, dass wir das Spiel im Programm haben und findet es sehr intelligent und freut sich, dass wir es drin haben. Ich freue mich auch drauf. Dann De Gerag schreibt, das Design würde ihn sehr an Valiant Hearts erinnern, ein Spiel über den Ersten Weltkrieg. Habe ich selber nicht gespielt, habe ich viel Positives von gehört und vielleicht wäre das mal ein Tipp für uns, fürs Programm oder für andere, dass wir das auch mal ausprobieren würden. Auch da geht es sehr stark um die Emotionen im Weltkrieg und auch um die Schattenseiten, dass da nicht immer nur Helden aufeinander ballern und dass man nicht immer nur den Triumph erlebt, sondern dass man auch die düsteren und schlimmen Seiten eines Krieges erlebt. Das klingt jetzt irgendwie wie eine Binse, wie eine Binsenweisheit, weil wer will behaupten, Krieg sei etwas Schönes, aber es gibt so viele Computerspiele, das müssen noch nicht mal Fantasy-Spiele sein, die Krieg als ein heroisches Abenteuer inszenieren und so wenig Spiele wie dieses hier, wo man in Ruinen herumläuft, wo Leute, die einem ans Herz gewachsen, dann auch bitterlich sterben und wo Verbrechen begangen werden, wo es Events gibt, wo drumherum aus dem Zivilleben moralische Entscheidungen aufploppen, wo man sich irgendwie entscheiden muss. Also es gibt mehr Spiele, die ein unrealistisches, heroisches Bild vom Krieg zeichnen, als solche, die ein realistisches Bild zeichnen. Mkin Jupp schreibt, es fehlt ihm bei der Missionsauswahl die Motivation, die verschiedenen Settings zu wählen. Ist ein bisschen kurz formuliert von dir, wenn ich das selber mal umformulieren darf. Ich selber neige dazu, immer die Missionen zu wählen, die anscheinend die leichtesten sind. Weil die Zeit verstreicht ja auf jeden Fall auch. Ne? Man verbringt eine Weile Zeit dabei und man hat auf jeden Fall einen Erfolg und man bekommt die Belohnung im Spiel. Die Belohnung, dass man Ressourcen bekommt, dass zumindest in einem Bezirk der Zermürbungspunkt weg ist, dass man Waffen erbeutet, die man reparieren, vertauschen kann. Also ich habe den Eindruck, dass man eigentlich immer nur gucken muss, welche Mission ist die leichteste. Wenn man das als Faustregel macht, kommt man strategisch am geschicktesten durch das Spiel rum. Natürlich müssen wir auch ein bisschen schauen auf die Zermürbungspunkte und das Zermürbungslevel der Bezirke. Und ich mutmaße auch, dass wir dann, wenn wir im Spiel weiter voranschreiten, noch öfters irgendwann auch in Situationen reinkommen werden, wo wir uns bewusst, notgedrungen, eine schwerere Mission nehmen, weil sonst die Bezirke, wo die Zermürbung zu hoch ist, uns zu sehr abschmieren. Aber trotzdem, ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen einseitig ist, dass man einfach immer nur guckt, was ist die leichteste Mission. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein wird, immer stringent bis zum Ende der Partie, aber wenn es so wäre, fände ich es auch schade.
Schreibt ihr sonst noch alles? Kleine Fenster, was außerhalb der Basis passiert, Zeitungsartikel oder ähnliches, schreibt Don Philippe. Klar, Zeitungen gibt es hier nicht. Ne? Also ihr wird wahrscheinlich keine Zeitung gedruckt. Aber man kann es ja mal ein bisschen allgemeiner formulieren, was du meinst. Und ich denke, du meinst das auch, dass einem noch mehr Atmosphäre vermittelt wird von dem, was hier passiert, Alltagsleben. Es gibt zwar diese Events, die aufploppen, während immer beim Rundenwechsel werden nachher auch eines haben, wo man sich dann entscheiden muss zwischen verschiedenen Dingen. Einer von euch hat ja eben auch was anderes geschrieben, noch, dass in der Basis mehr passieren soll. Vielleicht fassen wir diese beiden Wünsche zusammen und dass wir uns irgendwie wünschen, dass noch zwischen den Gefechten ein bisschen mehr Atmosphäre vermittelt wird, dass wir noch ein bisschen mehr über das Alltagsleben erleben, wie auch immer. Das müssen ja auch nicht immer Dinge sein, die spielrelevant sein. Also vielleicht reicht da auch einfach eine Meldung, die aufploppt. Wir haben bislang Meldungen beim Rundenwechsel, die aber immer einen Wahl-Auswahl-Charakter haben. Vielleicht einfach mal, dass man mal eine Mitteilung bekommt, ein Bild, eine Fotografie, eine historische Fotografie, die einem eingeblendet wird, ein Ereignis, das einem angezeigt wird, ohne Wahlmöglichkeit, was noch zusätzlich Atmosphäre vermittelt. Die KI sei sehr schlecht, schreibt Storm Eagle, deshalb verstehe er nicht, warum einige sagen, es sei so schwer. Also, zum Schwierigkeitsgrad kann ich nicht viel sagen, weil das mein erster Durchlauf ist, wo wir weit vorankommen. Da können andere von euch mehr zu sagen. Ich kann selber gar nicht genau sagen, ob die KI schlecht oder agiert oder ob sie klug agiert, weil das ist von mir ein Kritikpunkt am Spiel. Mir wird zu wenig Feedback angezeigt, was die Fähigkeiten und die Aktionen der Gegner betrifft. Ich habe, wenn wir die Gegner sehen, wenn wir mit der Maus drüber gehen, da bekommen wir Tooltips angezeigt, die uns zum Beispiel die Widerstandskraft anzeigen, also die Wahrscheinlichkeit, mit der sie Unterdrückungsmaßnahmen abwehren oder Verbrennungsangriffe abwehren oder ähnliches. Man sieht auch deren Grundfähigkeiten bei der Präzision und so weiter. Aber was mir persönlich schleierhaft ist, das sind die Aktionen, die die wählen und was das genau bewirkt. Also manchmal sehen wir dann so Überschriften, die aufploppen. Da steht dann drin, mehrfacher Schuss bei Seiten des Feindes oder irgendwas anderes. Manche dieser Überschriften, die eingeblendet werden, die sagen einem sofort was, weil man die auf Anhieb begreift. Also wenn gleich zwei Leute von uns getroffen werden und als Überschrift wird angezeigt, mehrfacher Schuss, dann wissen wir sofort, was gemeint ist. Das ist klar. Aber andere typische Sonderfähigkeiten oder Skills der Feinde sind solche, über die wir nicht verfügen und die nicht selbsterklärend sind. Und das kapiere ich da nicht so richtig. Also dann, ich weiß gar nicht genau, was macht die KI gerade und war das jetzt, deshalb kann ich auch gar nicht beurteilen, war das clever oder war das dumm von der KI, was die gerade gemacht hat, weil ich nicht reingucken kann in deren Köpfe oder in deren Auswahlmenü von Eigenschaften und gar nicht genau begreifen kann, war das klug oder schlecht, wie die jetzt bestimmte Spezialangriffe hintereinander absolviert haben. Und auch die Einträge im In-Game-Lexikon, also bei unserem Archivar, geben uns zwar ein paar Hintergrundinfos zu der Figur des Feindes, zu dem Soldatentyp, aber geben uns keinen Einblick in das Gameplay der anderen Seite. Das heißt, wir können nicht reingucken, wie deren Spezialangriffe funktionieren. Das würde mich sehr interessieren. Also wenn da die Entwickler nachbessern würden und ich hätte die Möglichkeit reinzugucken in deren Spezialangriffe, das würde nicht nur meine Neugierde befriedigen, sondern würde mir auch mehr Möglichkeiten geben, abzuwägen, wie ich eigentlich agieren möchte. Dann könnte ich zum Beispiel eher erkennen, ob der Feind zum Beispiel im Kampf gegen unsere Leute bestimmte Spezialfähigkeiten im Reservoir hat, die uns besonders gefährlich werden könnten, sodass ich eher erkennen kann, welche Feinde auf der Gegnerseite sind besonders schlimm für uns. Bislang orientiere ich mich nur nach solchen Dingen wie Anzahl der Trefferpunkte. Wie gefährlich sieht er aus? Bringt der Feind ein oder zwei Aktivierungen mit? Und so habe ich Anhaltspunkte dafür einzuschätzen, wie gefährlich das ist. Aber es wäre natürlich spielerisch aufgewertet. Und noch besser, wenn ich da hinter die Kulissen blicken könnte und erkennen könnte, welche Spezialfähigkeiten hat er und wer wird wirklich begründet, gerade für unsere Spielerzusammenstellung auf unserer Seite besonders gefährlich. Das wäre ein Wunsch von mir. Es gibt einen Community Guide auf Steam, der wichtige Zusammenhänge erklärt, sagt Tastenhauer. Du kannst gerne den Link posten. Mach das gerne. Kommen verschiedene Sachen rein. Ich will gleich auch weiterspielen. Ich weiß, einige Leute von euch lieben das, wenn man über die Spiele diskutiert, aber auch nicht zu sehr am Block. Und ich sehe auch gerade.
Okay, ich habe dich richtig verstanden. M. Kim Njupz, das freut mich sehr. So, ich habe nicht auf alle Fragen antworten können. Es waren sehr viele, aber ich habe jetzt mal wieder eine Viertelstunde am Stück erzählt. Und ich bin jetzt mal weiter Gameplay, damit alle Leute bei euch drankommen. Die, die gerne klugscheißen wie ich. Die, die gerne klug spielen, wie wir auch. Auf geht's, wir spielen gleich weiter. Wir sind in unserer Mission wieder und haben den Auftrag, 4 Ausrüstungsgegenstände zu finden der Deutschen. Einen haben wir gefunden. Achtung für den Link, den Tassenhauer eben gepostet habt. Am Ende des Guides werden alle Mitglieder gespoilert. Das heißt, da steht im Detail drin, wer was bringt. Dann würde ich dir zwar sagen, du kannst das gerne bringen, aber ich würde nur der Chatmod kann Links posten. Tassenor, schreibt doch bitte mal im Forum, du bist ja auch bei uns im Forum, dem Punisher eine persönliche Nachricht im Forum mit dem Link oder komm auf Teamspeak oben in die Lobby und da kommt Punisher mal zu dir rauf und holt sich bei dir im Chat den Link ab. Okay? Oder einfach ist, BB, er kann mich auch anflüstern und mir den Link schicken. Auf Twitch. Ja. Okay, dann mach das mal bitte auf Twitch und schick ihm den Link. Alles klar? So, wir spielen gleich mal weiter. Sind hier mit unseren Leuten unterwegs. Sind in der Mitte der Karte halbwegs. Und hier hatten wir Beute gemacht, den Kampf erfolgreich durchgeführt. Wir müssen unsere Beute uns jetzt noch abholen, unsere Belohnung. Und erhalten 2 Leuchtfackeln, einen Verband und 64 Großkalibermunition. Und auch eine Bitte, wenn ihr euch jetzt selber spoilern lasst bei diesem Guide, den Basti gleich euch verlinkt oder den wir euch bringen, spoilert mich bitte nicht. Denn wenn ihr mich spoilert, dann spoilert ihr alle anderen hier, die dem Stream zugucken. Und ihr verderbt vielleicht gut gemeint, aber ganz vielen Leuten hier eine Freude. Das heißt, bitte nicht konkrete Tipps geben wie, was weiß ich was. Also, ich weiß gar nicht, was es ist, weil dann könnte ich mich ja selber spoilern. Also bitte Obacht geben bei Kommentaren, dass ihr uns nicht die Spannung versaut. So, das haben wir jetzt ausgenommen. Wir sind am Rand der Karte. Wir laufen noch ein bisschen weiter. Wir wissen nicht, wo die Beute ist. Ich laufe noch ein bisschen weiter nach rechts. Oder wir sagen, wir machen noch mal eine Leuchtfackel. Oh, Moment. Die Leuchtfackeln kosten 5 Aktionspunkte. Da sollte man die nicht auf gut Glück raushauen. Wir sind hier am Rand, das lassen wir mal bleiben. Da ist die nächste Kiste. Durch die Ruinen kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen einen Weg drumherum finden. Ah, das ist wieder blöd. Es gibt nur 2 Zoom-Stufen. Kommen wir hier oben durch? Oder kommt man da nicht durch? Schwer zu sagen. Alternativ hier unten kommt man immer durch, hier über die Bahngleise. Wir müssen auch anscheinend hier unten nochmal hin. Was ist das hier? Ne, das sind wir. Ja, das ist natürlich klasse. Das ist ja nur ein kleiner Bereich, da will ich aber eigentlich nicht reinlaufen. Wir nehmen nochmal. Einmal. Oh, wir haben nur noch 3-mal vom Kompass. Ich nehme ihn noch einmal. Und hier kommt man nicht durch. Ich mache hier einen Umweg. Der Lastwagen da vorne ist anscheinend auch mit einem Teil der ursprünglichen Fracht beladen. Wir plündern ihn. Ein weiterer Kompass, sehr gut. Großkalibermunition und Kleinkalibermunition, das war die zweite. Wir haben noch sehr viele Ausdauerpunkte. Also ich weiß nicht, ob wir... Wir haben das alles noch nicht aufgedeckt hier. Riesengebiete in der Karte. Wir bleiben mal hier im Außenbereich. Wir laufen hier wieder zurück. Hier runter und warten, hier kommt ein Pfeil. Wir bewegen uns aber etwas mehr in die Mitte. Da ist die dritte Kiste, wir haben echt Glück. Es kann aber auch eine normale Beute sein, man weiß es nicht genau. Wir plündern an die Hinterlassenschaft der Deutschen. Wir bekommen jede Menge Klein- und Großkalibermunition und nochmal 3 Kompasse, das ist super. Und können nicht alles mitnehmen.
Kann ich einen Kompass jetzt nutzen? Das ist jetzt blöd. Mal gucken, ob ich hier reinklicken kann. Ja. Na, jetzt ist der Kompass hier 6. Ach, bescheuert. Ich kann den Kompass nicht nutzen, während ich hier plündere. Und es war bei den früheren Versionen so, dass ich nicht nochmal zurück konnte. Also ich konnte nach dem, wenn man hier einmal das geschlossen hat, hier nicht noch ein zweites Mal plündern. Wir schauen mal, ob es jetzt klappt. Wir könnten einen Verband zurücklassen. Ne, das machen wir aber nicht. So, wir nutzen jetzt hier einen Kompass. Schauen mal, ob wir ein zweites Mal plündern können. Bekommen 6 Kompasse. Was ist denn jetzt los? Das war ein Bug, oder? Wir hatten eben einen Kompass zurückgelassen. Es gab irgendeine komische Anzeige. Ist mir so egal. Wir gehen wieder raus. Ah, jetzt sind die Aktionspunkte hier weg. Was ist denn da gerade passiert? Sehr dubios. Wir laufen... Ah, Scheibencluster. Der nächste Kampf. Ich habe sie wieder reingeräumt. Das könnte sein. Ich habe den Kompass nicht eingesetzt. Naja, wie auch immer. Also, wir stehen in den Ruinen. So sah es anfangs in Wachschau noch nicht aus. Oh nein. 6 Feinde gleich. Ein Offizier. Ein Panzerjäger. Ein SS-Grenadier, ein Pionier, ein Sanitäter. Ja, das ist so ein Beispiel. Wir hatten eben drüber gesprochen. Wir wissen nicht, was der Sanitäter für Eigenschaften hat. Kann er nur aktiv heilen oder kann er auch passiv heilen? Der Feind hat sehr viele Aktivierungen, aber diesmal, ihr seht das nicht, weil ich im Kamerabild davor bin, aber ich guck mal kurz, es ist jeweils eine Aktivierung, jede Person bringt. Auf jeden Fall stehen die 4 in Reihe. Wir wären doof, wenn wir das nicht nutzen würden. Wir haben hier ein Hindernis, wo niemand von uns dran profitiert. Und er kann... Ah, er steht zu weit vorne. Er kann hier Versengen machen bei den 4ern. Auf Zeit. Kostet nur einen Ausdauerpunkt. Hat auch 4 Leute sicher erwischt. Ziehen und schießen, 16 Schaden, weiter hinten. Krzysztof hatte aber ziemlich viele und er kriegt einen kritischen Heilungstreffer. Das heißt, er heilt wieder mehr. 4 Leute brennen, das ist gut. Jetzt gehen wir zu dem Kollegen hin. Und schauen mal, ob wir mit Niedermähen. Da könnten wir, das ist flankieren, weil er von einer Linie auf die andere rüberspringt. Deshalb hat er einen Plus auf die Präzision. Präzision ist überall zwischen 80 und 6, zwischen 83 und 86%. Und da können wir beides begründen. Wir machen mal das hier. Ja, ollala. Ollala. Meine Güte, das hat aber gesessen. Der versucht, die Barrikade kaputt zu machen. Ja, der hat nur noch 4 Trefferpunkte. Das heißt, er wird von alleine verbrennen und gleich dann drauf gehen. Und wir haben gerade nur einen Ausdauer verbraucht. Das ist eine gute Geschichte. Ich überlege mir, ob wir manuell heilen, aber das ist viel zu früh. Krzysztof hat noch alle Punkte. Hat den Räumengebietsangriff, der 2 Ausdauer verbraucht. Und mit dem er hier flankieren könnte. Allerdings nur 2 trifft. Hier kann er 3 treffen, nicht flankieren. Aber die Präzision ist sehr hoch.
So, wäre einer auf jeden Fall tot. Ja, der wäre auf jeden Fall sowieso. Oh la la. Boah, wir haben mehr Gehalt, als wir vorher Schaden bekommen haben. Jadwiga. Ich bin so froh, dass ich Jadwiga habe. Dass wir Jadwiga haben. Ein Feind ist gestorben. Fünf bleiben übrig. Wir haben noch einen Aktivierungspunkt, der Feind noch zwei. Bis zur nächsten Kampfrunde ein Angriff, eine Aktion durch uns und zwei durch den Feind. Danach sollten wir wieder dran sein. Unterdrücken nicht vergessen, ja, aber macht, glaube ich, dann Sinn, wenn wir, also unser Unterdrückungsangriff, wenn auf Feindseite wirklich nur ein oder zwei Feinde stehen. Jetzt setzen wir weiter auf Flächenangriffe. Krzysztof aber nicht, der hat nur noch einen Punkt. Sie hat drei, zwei, zwei. Die würden voll zum Rundenwechsel wieder volle Punkte haben, wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen Jadwiga einsetzen. Und mit Jadwiga könnten wir zum Beispiel, kommen wir da hinten hin mit dem durchdringenden Schuss. Dann wäre er futsch. Das könnten wir machen. Wäre der Trefferpunkt futsch. Hier ging es auch. Dann wäre eine Aktivierung weg. Hier ist wahrscheinlich auch eine Aktivierung weg. Und hier ist die Präzision höher. Und wir nehmen mehr Trefferpunkte weg. Wir nehmen den hier. Das war das Minimum an Schaden. Oh nein. Boah, war das heftig. Habt ihr gesehen? Über 30 Trefferpunkte und nur 6 Heilungen. Verschwinde. Auch der Sani. Oh, und sie hat den Platz getauscht. Das ist ganz blöde. Das Erste, was wir machen müssen gleich, ist, dass wir sie wieder in die Mitte schieben müssen. Weil sie halt passiv alle, die neben ihr stehen. Alles andere ist egal. Wir nehmen uns Jadwiga. Und hoffentlich geht das, dass wir hier die Plätze tauschen. Ja, es geht. Los, los! Truppen versammeln. Was bedeutet das? Die bekommen einen Bonus. Truppen versammeln. Tja, keine Ahnung. Erhöht die Robustheit? Abgeladen? Ich weiß es nicht. Jadwiga hat kaum noch Trefferpunkte. Sie könnte sich selber heilen. Oder wir schauen, dass wir. Mehr als einen können wir nicht rausnehmen. Den können wir rausnehmen, dann verlieren die eine Aktivierung. Aber die verlieren die Aktivierung. Hauptsache, die verlieren die überhaupt in dieser Runde, in dieser Kampfrunde. Die können die auch am Ende verlieren. Das ist eigentlich egal. Das heißt, wir lassen sie erst einmal heilen. Sie darf auf gar keinen Fall sterben. Jadwiga, erste Hilfe bei sich selber. Oh, wie gut. Glück, 26 mehr. Verschwinde. Oh, schon wieder der Platz vertauscht. Und jetzt hat sie nur noch eine letzte Aktivierung und die benutzen wir, um sie nochmal zu bewegen. Die Runde läuft saudoof. Der Typ mit der Panzerfaust muss weg. Im Prinzip ja. Was wir bei ihm nicht sehen ist, wie viele Ausdauerpunkte er noch hat. Ich vermute mal, dass die KI genauso das Ausdauerpunktesystem wie wir hat. Und vor allem, wenn wir sie gerade nicht verschoben hätten. Dann hätte sie ihn nicht mehr heilen können. Insofern, lieber Patrick, da hat man, glaube ich, keine Alternative. So, jetzt sind wir wieder dran. Sie hat 54 Punkte wieder. Der Rest geht so von den Trefferpunkten. Wir haben einen Aktivierungspunkt, der Feind einen. Wir haben noch alle Leute. Der Feind hat zwei Leute verloren. Und wenn wir jetzt ihn hier killen, dann können die in dieser Runde nicht mehr zurückfeuern. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Jadwiga hat gar keinen Ausdauerpunkt mehr. Kazimierz hat alle. Marian hat drei. Krzysztof hat zwei. Einen der beiden sollten wir einsetzen. Mit einer einfachen, leichten Waffe. Mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit.
Ja, das wäre natürlich die Alternative. Dann feuern die nicht zurück, aber wir haben nochmal versengen. Das sollten wir machen. Aber wir können nur zwei versengen. Lohnt sich das? Zwei von vieren. Und dafür ihn nicht zu töten? Ich will ihn lieber wegnehmen. Aber wie kriegen wir das hin? 80er Trefferwahrscheinlichkeit. Es ist relativ hoch. Und sind sieben Großkaliber. Versengen hätte auf jeden Fall geklappt. Der lädt nur nach. Deshalb war der auch so stark. Und so ist das bei den Panzerfäusten anscheinend auf Seiten der Deutschen wie bei den Panzern, hatten wir beim letzten Livestream. Die sind zwar sehr mächtig, wenn sie schießen, aber müssen auch nachgeladen werden, was Aktivierung kostet. Wir haben vier Aktivierungen, der Feind hat auch wieder vier. Jetzt nochmal ein Flächenangriff. Jadwiga hat nur eine einzige Aktion. Ich mache mit ihr jetzt gar nichts, weil es kann sein, dass wir sie nochmal bewegen müssen. Wir suchen nochmal einen Flächenangriff. Und zwar einen, das sind nicht die guten Flächenangriffe. Wir haben keine in Reihe. Einzelschuss auf ihn hier. Das wäre irgendwie verschenkt, ne? Hier, 93%, 21 bis 28er Schaden. Und danach dann versengen. Das könnten wir machen. Und ihr, der Panzerschütze, wo steht der? Der hat noch 50. Dann machen wir voll. Oder wir machen beim Panzerschützen unterdrücken. Das können wir machen. Das heißt, hier, wo war die Unterdrückung? Hatte er die Unterdrückung? Hier. Ansturm. Nein, doch hier. 105 Präzision. Oder hier 100er Präzision. Das hier ist der Panzerjäger. Wollen wir ihn unterdrücken? Und einen geringen Schaden machen? Wir machen das mal. Ansturm kostet einen Ausdauerpunkt. Klappt das mit dem Unterdrücken? Hat funktioniert. Fehlschlag. Die Unterdrückung läuft wie viele Runden? Einen Tick nur. Das hat sich kaum gelohnt. Das machen wir nicht nochmal. Die Anzahl der Ticks ist zu niedrig. Das lohnt sich nicht. Jetzt das Versengen. Die Unterdrückung ist weg. Feind brennt. Und wir sind wieder dran. Und jetzt. Also, wir können auch nächste Runde den Offizier töten. Das ist eigentlich egal. Die verlieren dann auf jeden Fall in dieser Runde noch eine Aktivierung. Drei Punkte. Zwei Ausdauerpunkte. Da machen wir gar nichts, Marian. Also mit Krzysztof sollten wir auf jeden Fall. ...93er Präzision. 21 bis 28er Schaden. Und er hat noch die Verbrennung. Das wäre hilfreich. 23er Schaden. Hat noch 7. Verliert mindestens 7 beim Verbrennen, beim nächsten Tick. Ah, der mit seinen 2 Trefferpunkten. Kritischer Heilungstreffer, massive Heilung. So, und jetzt müssen wir aber den Offizier killen, ansonsten dann können die nämlich nicht mehr zurückfeuern. Das hat geklappt, wie eben prognostiziert, mit dem Verbrennen über Zeit. Zwei Feinde sind übrig, 4 auf unserer Seite. Und sie könnte jetzt auch wieder heilen. Können wir die beide gleichzeitig versengen? Ich glaube nicht. Die stehen zu weit. Doch, wir können. Das lohnt sich auch, finde ich. Und beide haben noch relativ viele Trefferpunkte. 40 bzw. 50.
Oh, Gott sei Dank, ein Fehlschlag mit der Panzerfaust. Zwei Ticks lang 7 bis 8 Schaden, das heißt zweimal 14 bis 16 Schaden bei jedem 16 in Summe. 33 und 50. Ja. Okay. Marian hat 2, Kazimierz hat noch viele. ...75% Schaden beim Ziel erfassen. Das machen wir auch. Unterdrückung wäre wahrscheinlich deutlich weniger. Oh, sehr hohe Präzision. Doch, das machen wir. Und Ansturm kostet auch nur einen Ausdauerpunkt. Aber ich will den hier rausnehmen. Ihn hier. Kritischer Treffer, 25 Schaden. Untersteht den Flammen, 8 noch. Wenn wir Glück haben, ist er gleich futsch mit dem Verbrennen. Nein, er hat nur 7. Nein, Moment. 8 Punkte noch hier oben und verbrennen noch. Ein Tick bleibt übrig. Wir haben 2 Aktionen noch vor dem Rundenwechsel. Dann kommt der Rundenwechsel selber. Wir haben jetzt noch 3 Aktionen in Reihe, mit denen wir agieren können. Und die können in der Zwischenzeit nichts machen. Wir könnten jetzt bei ihr eine Bewegung nochmal nutzen, damit sie eins zurück kann. Aber wir sollten... Die Frage ist, brauchen wir das unbedingt? Wir spekulieren mal. Wir gucken mal, ob wir vorher die nicht komplett killen können. Wenn wir Glück haben, verbrennen 7 bis 8, dann ist er beim Rundenwechsel weg. Die Wahrscheinlichkeit betrifft aber 50%, dass es klappt. Anders formuliert, Unterdrückung nimmt den gegnerischen Angriff weg. Ja, aber doch nicht einen Aktivierungspunkt. Das wäre mir jetzt völlig neu. Was meinst du mit, nimmt den gegnerischen Angriff weg? Also klar, die Einheit kann dann nicht mehr selber feuern. Aber, der Aktivierungspunkt geht nicht flöten und darum geht es ja jetzt gerade. Wir nehmen den Einzelschuss. Und, ach, wir können den gar nicht mehr einsetzen, der wäre nur für hinten. Die stehen zu weit vorne, dann können wir das knicken. Seht ihr? Aber wir können mit Ziel erfasst noch arbeiten. Zu geringe Trefferwahrscheinlichkeit. Flankieren, hier höher. Was können die anderen liefern? Er hat noch 2. 60, 65. Das ist auch nicht so viel. Er hat noch 2. Ich würde ungern nochmal mit schweren... Wir machen halt das hier. Das kostet zwar verdammt viel, aber ist massiver Schaden. Also, kostet 2 Ausdauer und sehr viel Munition, aber wenn es klappt, Gold wert. Jetzt haben wir noch 2 Aktionen hintereinander. Er ist bei 14 und brennt. Er ist bei 14 und hat 7. Ja, versuchen mal, wir setzen mal auf ein bisschen auf Glück und auf das Verbrennen und greifen ihn weiter an hier. Marian kann gar nichts mehr. Kazimierz kann noch. Ja. Jetzt kommt der Rundenwechsel. Jetzt brennt er oben. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ist er tot. Hat geklappt. Hat funktioniert. Sehr gut. So, eins müssen wir uns noch holen. Das war eine lange Aufzeichnung. Ich mache bei der lokalen Aufzeichnung nochmal einen kurzen Stopp. Stream läuft weiter. Kleinen Moment.